Hi Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge von Unterwegs im Odenwald. Vielleicht erkennt ihr schon, wo wir hier sind. Auf der Starkenburg in Heppenheim. Ja. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß! Wir sind endlich an dem Parkplatz angekommen. Allerdings muss ich euch sagen, braucht man ein geländefähiges Fahrzeug hier hoch oder man muss gut zu Fuß sein, weil der Zufahrtsweg hier ist eine milde Katastrophe. Jetzt haben wir geparkt, jetzt laufen wir mal hoch an die Burg. Hier befindet sich übrigens auf dem Hochweg auch die Sternwarte, wie man hier vielleicht sehen kann. Aber die interessiert uns heute nicht. Mutti, die läuft Kopfsteinpflaster entlang. Und wie ist dein Spruch? Keine mehr. Also hier seht ihr, so einen Weg muss man auch bestimmt 3 Kilometer lang hier hochfahren. Wir sehen was. Hier, ich erahne was. Los geht's weiter hoch. Wie ihr vielleicht eben gesehen habt, ist der Durchgang hier zu, weil die Jugendherberge modernisiert wird. Laufen wir mal rundherum und gucken mal. Also Leute, von hier aus kann man in den Innenhof gucken. Da ist auch der Bergfried im Hintergrund. Und so wie es aussieht, kriegt die Jugendherberge neue Fenster, wird modernisiert. Daher ist der Innenhof für die Besucher momentan zu. Thank you.
Die Burg wurde im Jahre 1065 zum Schutz des Klosters Lorsch errichtet. Zuerst lautet der Name Burgeldon. Der Name Starkimberg wurde erstmals 1206 erwähnt. In der wechselvollen Geschichte des Klosters bot die Burg stets Zuflucht und Schutz für die Mönche. Als zweitstärkste Festung des Kurfürstentums Mainz deckt sie die Mainzer Bergstraße ab. 1765 wurde die Burg verlassen und verfiel. Am Mittwoch, dem 22. Oktober 1924, wurde der baufällige Bergfried der Starkenburg um 14.45 Uhr gesprengt. Die Sprengung des Bauwerks mit bis zu 3 Meter Mauerstärke in den Untergeschossen war eine größere Aktion. 1500 Kubikmeter Steine mussten weggesprengt werden. War die Sprengung des alten, ursprünglich 28 Meter hohen Bergfrieds wegen dessen baulichen Zustands unvermeidlich gewesen. So war der bis 1930 vollendete Neubau des Bergfrieds an der Stelle ein vermeidbarer Verstoß gegen die Belange des Denkmalschutzes. Statt in die Mitte des Burghofs stellte man den Neubau, nämlich an dessen Westeingang, um eine größere Freifläche im Hof zu gewinnen. Um die Starkenburg ranken sich die Sagen der Gespenster Melampus, der Schutzgeist der Burg und die Weiße Frau. Es soll auch einen Geheimgang vom Kloster Lorsch zur Starkenburg geben oder gegeben haben. Heute steht die Ruine unter Denkmalschutz und wird vom Hessischen Immobilienmanagement seit 2016 verwaltet. An der Stelle des früheren Wohnhauses, dem Palas, befindet sich seit 1960 eine Jugendherberge, die vom Deutschen Jugendherbergswerk betrieben wird. Aufgrund des starken Verfalls der Anlage im 19. Jahrhundert ist nur wenig historische Bausubstanz erhalten geblieben. Zu dieser zählen neben dem Südostecke des Palas insbesondere die Schanzen, die auch heute noch in dem der Burg vorgelagerten Waldbereich erkennbar sind. Im Zuge der Wegebauarbeiten in den Außenanlagen im Vorfeld des Hessentags in Heppenheim im Jahr 2004 stieß man im südwestlichen Bereich der Anlage auf das verschüttete Eingangstor der ursprünglichen Burganlage. Die Arbeiten zur Sicherung des Bauwerks, die mit dem Neuordnung des Rundwegs verbunden waren, dauerten bis 2006 an. So Leute, das war's schon wieder. Gibt leider nicht viel zu sehen hier momentan, da ja die Jugendherberge modernisiert wird. Aber ich hoffe, das Video war trotzdem ein bisschen interessant für euch. Und lasst uns auf jeden Fall ein
Follow da. Glaubt mir, das T-Shirt habe ich schon ewig und ich habe heute Morgen erstmal gelesen, was da überhaupt drauf steht. Ja, und dann dachte ich, das ist ja ganz passend. Dann verabschieden wir uns. Ja, bis bald. Lasst einen Daumen nach oben da auf jeden Fall. Und dann bis zur nächsten Folge von Unterwegs im Odenwald. Tschüssi.